gespielt haben, ist die Mauer quasi gefallen. Und das fand ich schon sehr spannend, dass wir eine kleine französische Revolution nacherzählen und zur selben Zeit eigentlich was Größeres, Revolutionäres gerade passiert. Also das fand ich schon sehr bewegend. Sie kommen aus Westdeutschland. Sie sagen auch was. Ja, es ist Westdeutschland, ganz genau. Westfalen. Ja, Ostwestfalen. Ostwestfalen. Gibt es Ihres Erachtens dieses Klischee von den Besserwessis und den Jammerossis heutzutage noch? Wenn man wahrscheinlich sehr stark in die kleineren Städte reinfährt, könnte ich es mir vorstellen. Wobei, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe letztes Jahr eine Tournee gemacht durch den ehemaligen Osten, wenn man so will. Ob es jetzt Rostock war oder ob es Chemnitz war oder ob es diese kleineren oder Frankfurt an der Oder. Ich war in dem Osten und ich habe Städte gesehen, die von der Baustruktur her und wie sie renoviert worden sind und was es da an wunderschönen Passagen und Straßenzügen jetzt plötzlich gab, sind die zum Teil besser in Schuss und schöner renoviert und wiederhergestellt worden als viele Städte im Westen. Und vielleicht hat sich das jetzt mit der Zeit auch ein bisschen gegeben und wird immer weniger. Dass das nach dem Mauerfall der Fall war, ist doch ganz klar. Irgendjemand denkt, er ist zu kurz gekommen und irgendjemand denkt, er muss sich das jetzt aus dem anderen Bereich holen. Ob es jetzt die Wessis waren, die nach Osten kamen, wollten ihre alten Güter zurück, ihre alten Häuser zurück und umgekehrt die Ossis, die gesagt haben, jetzt sind wir endlich mal dran, wir haben lange genug entbehren müssen. Ich habe das alles miterlebt, alles hautnah mitbekommen. Aber es ist nicht zu verdenken, den Leuten zu verdenken. Es ist ganz klar, dass das passiert. Es ist rein menschlich. Es ist von jetzt auf gleich, sind 40 Jahre quasi die Mauer durchbrochen worden. Wir haben dieselbe Sprache gesprochen und dennoch waren wir durch eine Mauer getrennt. Ich habe während meiner Studienzeit oder während meiner Schulzeit eine Studienreise in die ehemalige DDR damals gemacht, also damals auch DDR. Und wir durften mit den Jugendlichen privat wirklich kaum zusammenkommen. Und natürlich haben wir es getan, das ist keine Frage. Das muss schon auch seltsam gewesen sein für, auch wenn viele sagen, sie haben es nicht gemerkt, weil sie einfach, ihnen ging es gut, ihnen ging es ja nicht schlecht. Aber dennoch muss es auch komisch gewesen sein, dass sie nicht einfach dorthin reisen durften, wo sie hin wollten. Das kann mir keiner erzählen, dazu bin ich zu sehr freiheitsliebend. Das kann mir keiner weismachen, dass er das gut fand. Also von daher ist es alles menschlich nachvollziehbar. Wie kommt es eigentlich, dass Sie als Wessi bei uns Ösis so gut ankommen? Ja? Ich stelle die Frage andersrum. Ich kann das so zurückschießen. Warum kommen so viele österreichische Moderatoren bei uns so gut an? Warum ist ein Peter Weck bei uns beliebt? Mhm. Es ist dasselbe in Grün. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich glaube, dass wir Westfalen eine große Liebe zu Österreich, eine große Affinität zu Wien haben. Ich bin mittlerweile ja auch schon seit den Ende 80ern jetzt hier, immer wieder, mal mehr, mal weniger, immer eine Wohnung da am Ende hier gehabt. Jetzt wohne ich ja fix hier. Ich glaube, dass das Andersartige, ich glaube, dass wir in Westfalen das Gemütliche lieben, die Baustruktur. Ich finde, wenn man in Wien lebt, es gibt, glaube ich, keine Stadt, die so eine hohe Lebensqualität hat im deutschsprachigen Raum wie Wien. Das kann ich jetzt wirklich ohne rumschleimen zu müssen, einfach auch so sagen, es ist so. Und das wird Ihnen jeder Deutsche auch bestätigen. Und umgekehrt glaube ich, dass die, ich glaube, was die Österreicher mir mögen, ist, ich bin sehr geradlinig. Ich bin, bei mir weiß man, woran man ist. Also das ist relativ schnell abzulesen und bin häufig zu direkt für Wiener und umgekehrt, was ich an den Österreichern wieder mag ist oder an den Wiener mag ist, dass sie charmant immer dabei bleiben. Es ist seltenst, wenn es tief wird, wird es wirklich grundtief, dann muss ich aber schon wieder lachen, weil es dann einfach zu lustig ist dann. Aber es ist immer mit einem Schmunzeln und ich finde auch, dass mein Leben hier in Österreich, mein Leben hier in Wien, meiner Sprache auch so einen leichten, sanfteren Schliff gegeben hat. Weil wenn ich nach Deutschland komme zum Beispiel, glaubt jeder Deutscher, ich bin Österreicher. Wirklich? Ja. In jedem Interview werde ich gefragt, nein, Sie sind ja Wiener. Ich sage, das dürfen Sie den Wiener nicht erzählen. Aber Ihre Verbundenheit mit Wien kommt ja auch dadurch zum Ausdruck, dass Sie Ihr großes Gala-Fest zu Ihrem runden Geburtstag jetzt bei uns in der Wiener Stadthalle feiern. Ja, weil ich hier wohne, weil ich komischerweise es in Wien. In Deutschland habe ich viel häufiger Solo-Konzerte gemacht, mit Freunden, Uwe Krüger and Friends, und in Wien eigentlich nur einmal. Und das war im Ronacher vor ein paar Jahren und danach nie wieder. Und das ist schon komisch. Und da hat mich der Herbert Fechter drauf gebracht, Uwe, wieso machst du das eigentlich nicht normal? Und
Am selben Tag, deswegen komme ich jetzt auch ein bisschen zu spät, ich gebe es hier zu, ich hatte gerade mein letztes Meeting mit meinem Merchandising-Team auch, und wo wir bestimmte Dinge festlegen müssen, weil ich will zu meinem Geburtstag auch eine eigene kleine Linie rausbringen. Mhm. Das verrate ich noch nicht, das wird eine limitierte Auflage sein, es wird ein neues Logo geben von mir, es gibt so einiges, das hat alles mit der magischen Zahl 0412 zu tun, 4.12. Okay. ist mein Geburtstag halt. Und ja, da gibt es halt absolut Uwe, da gibt es einen kleinen Querschnitt durch meine Welt, wenn man so will.